es geht um das Heft Nebenberuflich, Selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung und Marketing. Ich bin im Kapitel, was Sie vor dem Start überlegen sollten, im Kapitel Freie Berufe, Handwerk und Gewerbe angekommen bei Meisterpflicht, Innung und Handwerkskammer. Es gibt einen Tipp und den lese ich vorher einmal vor. Und ich stelle die Uhr auf 30 Minuten, damit das hier nicht zu lang wird. Kürzer geht immer. Meisterpflicht, Innung und Handwerkskammer, Tipp. Ausnahmen nutzen. Auch ein Geselle kann die Meisterpflicht erfüllen. Bei der Meisterpflicht gibt es Ausnahmeregelungen, beispielsweise für Handwerksgesellen mit langjähriger Berufserfahrung. In einigen der zulassungspflichtigen Handwerksberufe können sich auch Gesellen mit mindestens 6 Jahren Berufserfahrung selbstständig machen, ohne den Meisterbrief erwerben zu müssen. Wie schon im vorhergehenden Kapitel angesprochen, kann die Existenzgründung in manchen Handwerkstätigkeiten den großen Berufsfähigungsnachweis erfordern. Im Volksmund ist diese Meisterpflicht ist Im Volksmund ist dies als Meisterpflicht bekannt. Wie bereits erwähnt, sind die Anlagen A und B der Handwerksordnung das Maß aller Dinge, wenn es um die Frage geht, ob Sie für Ihre handwerkliche Existenzgründung einen Meisterbrief oder eine vergleichbare Qualifikation vorweisen müssen. Die Standesvertretung der Handwerker gliedert sich in 2 Organisationen, die Innungen und die Handwerkskammer. Die Innungen sind in aller Regel auf Landkreisebene organisiert und sehen es als ihre Kernaufgabe, die Fachinteressen der angeschlossenen Handwerksunternehmen nach außen zu vertreten, Meisterkurse und andere Fortbildungen anzubieten sowie im Rahmen des dualen Ausbildungssystems die praktischen Prüfungen der Handwerksgesellen abzunehmen. Üblicherweise gibt es für jede Berufsgruppe eine eigene Innung. Die Mitgliedschaft ist für den einzelnen Betrieb freiwillig. Handwerkskammern. Die Handwerkskammern vertreten alle Handwerksunternehmen, unabhängig davon, ob es sich um zulassungspflichtige oder zulassungsfreie Berufe handelt. Daher sind alle Handwerksunternehmen Pflichtmitglied in der für Sie zuständigen Handwerkskammer. Wie hoch der Beitrag ist, hängt von der einzelnen Kammer ab, da jede Handwerkskammer in ihrer eigenen Beitragsordnung die Beiträge festlegt. Generell gilt jedoch, Mini-Unternehmen, deren Jahresgewinn unter 5.200 Euro liegt, sind von der Beitragszahlung befreit. So. Weiter geht es mit der IHK-Mitgliedschaft im Kapitel Freie Berufe, Handwerker und Gewerbe. Es gibt einen farblich abgesetzten Kasten, der heißt Gesetzliche Grundlagen. Und da heißt es berufsständische Körperschaften. Berufsständische Körperschaften. Die Industrie- und Handelskammern übernehmen als berufsständische Körperschaften des öffentlichen Rechts regionale Aufgaben in der Selbstverwaltung der Wirtschaft. Das heißt, die sind nicht öffentlich bestellt. Deshalb auch Selbstverwaltung der freien Wirtschaft. Dazu zählen unter anderem die Vertretung der Interessen der Wirtschaft in der Standortpolitik, die Existenzgründungsförderung, die Durchführung von Weiterbildungen und die Abnahme von Prüfungen oder die Bestellung von Sachverständigen. Rechtliche Grundlage für ihre Tätigkeit ist das Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern.
Da steht auch vorläufige Regelungen des Rechts der Industrie- und Handelskammern drin. Das scheint ein sehr schwaches Gesetz zu sein. So jetzt, vom Titel her. Um das zu verstehen, muss man ein bisschen Deutsch können. Ich sage das nur schon mal dem Arbeitsrichter. Und ich sage es direkt, ich habe 2 Staatsprüfungen als Lehrer und erfülle damit das Kriterium für freie Berufe in der Kategorie Bildung und Bewerbung. Und ich bin ein Unterrichtender oder erzieherisch Tätiger. Das hier wird in der Kategorie Bildung veröffentlicht. IHK-Mitgliedschaft. Auch wenn Sie sich mit Ihrer Geschäftsidee weder als Industrieproduzent noch als Handelsunternehmer positionieren, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Sie die Pflichtmitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer IHK erfüllen müssen. Ich weiß nicht, ob das für die freien Berufe gilt, ich wage das zu bezweifeln. Muss man halt mal in dieses Gesetz reingucken. Finde ich schade, dass das hier nicht abgedruckt ist. Kann die Wieso-Redaktion nachbessern. Die kriegt ja so viel Geld für ihr Logo. So. Der Begriff Pflichtmitgliedschaft ist dabei wörtlich zu verstehen, denn Sie können nicht nach Belieben ein- oder austreten. Ausschlaggebend für das Bestehen einer Pflichtmitgliedschaft bei der IHK ist die Frage, ob Sie ein Gewerbe angemeldet haben. Falls ja, dann lässt sich die IHK nur ziehen, wenn Sie Mitglied der Handwerkskammer sind und ausschließlich handwerkliche Leistungen anbieten. Ich weiß gar nicht, ob man als freier Berufler, ich habe das gerade nicht mehr im Kopf. Da steht's. Die Tätigkeit ist nicht gewerbesteuerpflichtig, es muss kein Gewerbe angemeldet werden und die Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer ist ebenfalls nicht erforderlich. Geil. Also, ich bin freiberuflich tätig. Und erfülle die Kriterien Bildung und Begabung. Sehr schön, Geld gespart. So. Ich weiß nicht, was das beim Anwalt kostet, um an so eine Information zu kommen. Ich habe 16,90 Euro bezahlt und die ZDF Enterprise GmbH, die das Logo lizenziert, hat auch ihren Teil abbekommen.
Es kann dazu kommen, dass sogar eine Doppelmitgliedschaft in der Handwerkskammer und IHK fällig wird, nämlich beispielsweise dann, wenn sie sowohl handwerkliche als auch andere Leistungen anbieten. Das kann der Fall sein, wenn Sie eine Fahrradwerkstatt betreiben und gleichzeitig auch mit neuen und gebrauchten Rädern handeln. Dann ist für die Werkstatt die Handwerkskammer und für das Handelsgeschäft die IHK zuständig. Generell gilt, handwerksähnliche Mischbetriebe gehören auf jeden Fall der IHK an. Wenn der Handwerksumsatz überwiegt, dann gilt eine Doppelmitgliedschaft in Handwerkskammer und IHK. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem Unternehmensgewinn und wird von den regionalen Kammern individuell festgelegt. Ähnlich wie bei der Handwerkskammer gibt es auch hier eine Ausnahmeregelung. Natürliche Personen und nicht im Handelsregister eingetragene Personengesellschaften sind beitragsfreie Mitglieder, sofern der jährliche Ertrag niedriger als 5.200 Euro ist. Auch Existenzgründer bleiben für 2 Jahre beitragsfrei. Eine Reduzierung ihres Beitrags im 3. und 4. Jahr um die sogenannte Umlage erfolgt, wenn ihr Ertrag dann unter 25.000 Euro liegt. So, nächstes Kapitel ist: So funktioniert die Gewerbeanmeldung. Und da gibt es einen Tipp. Online bequemer anmelden. Manche Kommunen ermöglichen inzwischen auch die Online-Gewerbeanmeldung. Dann können Sie sich den Gang aufs Rathaus sparen und die Formulare bequem am Computer ausfüllen. So, das ist wahrscheinlich das Letzte, was ich jetzt hier vorlese. So funktioniert die Gewerbeanmeldung. Wenn Sie eine gewerbliche Tätigkeit beginnen, dann müssen Sie diese Gewerbe auch anmelden. Ausschlaggebend ist die sogenannte Gewinnerzielungsabsicht. In dem Moment, in dem Sie planen, mit Ihrer Tätigkeit auch einmal Gewinn zu machen, wird aus dem Hobby ein Gewerbe. Ich, wie gesagt, berufe mich auf die freien Berufe, deshalb muss ich hier kein Gewerbe anmelden. Ich bin Lehrer mit 2 abgelegten Staatsprüfungen, die sind in den staatlichen Prüfungsämtern, die eigens dafür angerichtet worden sind, dokumentiert. Entscheidend ist dabei nicht der Zeitpunkt, ab dem Gewinne anfallen, sondern der Entschluss, die Tätigkeit zum finanziellen Standbein auszubauen. Vorteil dieser Interpretation ist, dass Ihnen eine gewisse Flexibilität beim Zeitpunkt der Anmeldung bleibt. Damit brauchen Sie nicht zu befürchten, wegen ein paar Wochen Verspätung bei der Anmeldung ein Bußgeld beraten zu müssen. Wie schon erwähnt, ist die Anmeldung eines Gewerbebetriebs nicht erforderlich, wenn Sie sich mit einer freiberuflichen Tätigkeit selbstständig machen. Das tue ich hier gerade. Ich unterstreiche es auch gleich. Auch die sogenannte Urproduktion stellt kein Gewerbe dar. Dazu zählen insbesondere landwirtschaftliche Aktivitäten wie Ackerbau, Gemüseanbau, Tierzucht oder Forstwirtschaft. Ich glaube, ich will Ackerbau auf meinem Balkon betreiben. Ich will da Salbei anbauen.
Für die Anmeldung des Gewerbes ist die Kommunalverwaltung des Orts zuständig, in dem Sie Ihr Gewerbe ausüben. Bei der nebenberuflichen Existenzgründung ist das in aller Regel die Gemeinde oder Stadtverwaltung Ihres Wohnorts. Die Anmeldung müssen Sie als Inhaber selbst durchführen. In der Regel ist das mit einem Gang aufs Rathaus verbunden. Tipp: Online bequemer anmelden. Manche Kommunen ermöglichen inzwischen auch die Online-Gewerbeanmeldung. Damit können Sie sich den Gang aufs Rathaus sparen und die Formulare bequem am Computer ausfüllen. Habe ich eben schon mal vorgelesen. Mit der Gewerbeanmeldung setzen Sie den Amtsschimmel in Gang, denn die Kommunalverwaltung leitet die Anmeldung noch an eine ganze Reihe weiterer öffentlicher Verwaltungsstellen weiter, nämlich an das Finanzamt, das damit automatisch von Ihrer Gründung erfährt, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer, die Bundesagentur für Arbeit, den Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, die Allgemeine Ortskrankenkasse für den Einzug der Sozialversicherungsbeiträge von Mitarbeitern, das Statistische Landesamt, das Registergericht sowie, soweit es sich um die Abmeldung einer im Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragenen Haupt- oder Zweigniederlassung handelt, verstehe ich nicht. Es geht doch darum, was anzumelden. Ich bin wieder zu doof für die Texte von Wieso. So. Die Landesbehörde für Emissionsschutz sowie für den technischen und sozialen Arbeitsschutz, das Eichamt. Teilweise wird die Anmeldung nur auszugsweise weitergegeben. Auch brauchen Sie in vielen Fällen, vor allem als Minibetrieb, nicht mit einem hohen Aufkommen an Korrespondenz mit Vaterstaat zu rechnen. So ist etwa die Anmeldung für das Eichamt nur dann relevant, wenn Sie bestimmte Geräte einsetzen, die dessen Kontrolle unterliegen. Das wäre beispielsweise die Zapfsäule an der Tankstelle oder das Taxameter im Taxi. Grundsätzlich herrscht in Deutschland Gewerbefreiheit. Deshalb sind bei Tätigkeiten, die weder mit besonderen Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind, noch in einer rechtlich sich verbunden sind, noch sich in einer rechtlichen Grauzone bewegen oder gar verboten sind, Probleme bei der Gewerbeanmeldung nicht zu erwarten. So, nochmal. Ich mache gleich eine Pause. Grundsätzlich herrscht in Deutschland Gewerbefreiheit. Deshalb sind bei Tätigkeiten, die weder mit besonderen Gefahren für Mensch und Umwelt verbunden sind, noch sich in einer rechtlichen Grauzone bewegen oder gar verboten sind, Probleme bei der Gewerbeanmeldung nicht zu erwarten. Deshalb sind bei Tätigkeiten, die weder mit besonderen Gefahren für Menschen, Mensch und Umwelt verbunden sind, noch sich in einer rechtlichen Grauzone bewegen oder gar verboten sind, Probleme bei der Gewerbeanmeldung nicht zu erwarten. Aha. Es sind Probleme nicht zu erwarten bei diesen Tätigkeiten. Gut, dass ich das jetzt verstanden habe. Die Behörde hat 3 Monate Zeit, um die Anmeldung zu prüfen und zu genehmigen. Wenn Sie nach Ablauf von 3 Monaten keinen Bescheid erhalten, gilt die Anmeldung automatisch als genehmigt. So, das war's. Tschüss.